Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Mother 3. Und noch mal ein Stückchen lauter machen hier. Willkommen zurück, und das letzte Mal sind wir in Kapitel 2 angekommen. Ich habe inzwischen, auch wenn die Videos immer noch in Kapitel 1 sind, zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, habe ich inzwischen den Patch 0994, also jetzt auch wirklich offiziell 0994 bekommen, weil ich hatte ja diesen Zwischen-Patch Examen von Madokami bekommen. Es wäre eigentlich die 0935 oder so gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Wir geben uns jetzt mal so langsam in Richtung Dingens. Von daher, in Richtung Friedhof und in Richtung Schloss. Und ja, dass wir mal das Kapitel ein bisschen voranbringen hier irgendwie. Das wäre sinnvoll. Dementsprechend machen wir das auch mal. Ich habe vorhin übrigens auch mal getestet. Der Soundplayer funktioniert übrigens auch wieder. Der Patch davor hatte ja irgendwie nicht funktioniert. Da hat er wahrscheinlich wieder irgendwelche außer sind irgendwelche Adressen vom Soundplayer überschrieben. Kommt vor. Das ist jetzt nicht so dreist. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt das Ding vom Spiel, was unbedingt funktionieren muss. Der Großteil funktioniert ist auch gut. Ja, dann wollen wir mal hier Zombies so kloppen, das da. Ich bin am Leben. Bin ich nicht gestorben? Länger. Ich will länger leben. Bist du das da? Oh, wie du gewachsen bist. Na, du bist so groß, dass ich dich 3 Tage und 3 Nächte lang essen könnte. Und ich hätte immer noch Überreste. Ja, mit Boss oder so ähnlich, weil es darf mal gegen 4 Zombies kämpfen. 3 immer auf einmal. Und ich würde einfach mal sagen, die sind relativ gut gegen Wandtacker empfindlich. Das ist die erstmal, bevor die mich hier gleich vor einer heilen sollen. So das ist ein Fall gewesen. So, es reicht, wenn 2 getackert sind. Dann macht uns das eine noch Schaden. So. Oh, 6 Treffer immerhin. Also falsch angegriffen. Es gibt nicht mal 6 davon, verdammt. Ah, das ist doch okay. Aua. Aua. Ich glaube, oh, ich habe nur ein Nussbrot, scheiße. Ich habe ja mit dem Monster nicht mehr. Ja, ist gut. Alter, jetzt machen die alle 3 eine Bissattacke. Wollte ich mich verarschen? Mist, wie hier.
Nehmen Sie mal bitte, danke. Das war jetzt zu schnell. Und tschüss. So, der befreit sich jetzt. Der weiß es bestimmt, ja. Ich glaube, ich gehe mich danach erstmal heilen. Bei was? Das kann man nämlich. Oh, Schiss, okay. Gut. Wir wollen 100 DP und das Sakrifizieren erreicht. Nice. Sehr gut. So, ja, bevor ich jetzt hier. Ich habe nämlich gerade auch keine High-Items mehr, das ist nicht gut. Ich werde wahrscheinlich wohl im Osso-Castle wahrscheinlich ein paar Geister farben dürfen und gleich für Dürrefleisch. Für ich wollte gerade das englische Wort sagen, Beef Jerky. Aber ja. Das hat man gerade schon. Bla 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 bla. Eigentlich wollte ich das nicht wirklich. So. Ja, ich bin nickig und halten, danke. Sind wieder 6 Minuten um. Was? Alter. Ich habe kaum was erreicht in der Folge bisher. Das ist nicht so geil. Hm. Na egal. Machen wir. Muss halt jetzt mal ein bisschen hinmachen, dass ich vorwärts komme. Letztens haben wir jetzt schon mal ein paar Viecher auf dem Friedhof erledigt. Friedhof. Wie auch immer. Ladi blub 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 blub. Oh Gott, meine Speichern gehen hier Froschi die. 4 Stunden Spielzeit. Wir sind nämlich auch 4 Stunden, wie das Kapitel brauchen werde. Ich hoffe nicht. Ich glaube, das ist kürzer als Kapitel 1. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, dann warum ist mal hier. Achso, die bewegen sich ja noch nicht. Oh, der Sohn des alten Wes. Wie hieß er nochmal? Du liebst es sicher auch, in der Nacht spazieren zu gehen. Wir können hier mal die Dinger untersuchen. Dieser Grabstein ist unnatürlich wackelig. Stier. Was? Warum YouTube? YouTube.b. Wenn das jetzt Rickroll ist, dann bringe ich dich um, mein Freund. Wenn das jetzt Rickroll ist. Ich glaube, das ist Rickroll, oder? Ich habe den nämlich hier schon mal im. Nee. Video nicht verfügbar. Okay. Den Videolink, den du hier angibst, der ist nicht mehr verfügbar. Ach so! Ich bin blöd. Oh Gott, also der Bliss passt nicht wirklich zu Mama 3. Das ist nicht mehr verfügbar, weil das Grab kaputt ist. Oh Mann, ey, das hast du aber reingekriegt. Scheiße. Oh, was hast du getrunken? Oh Mann, Alter, der kam mit der Flasche. Hier liegt der Flashplayer. Kram. Tschüss, Flashplayer. F. Appen, F. F. Just have to pay respect. Oh Mann, Alter. Mann, warum in dem Spiel von 2006, wie es von 2021 einzubringen, ist eigentlich nicht so gut, aber hier liegt jemand, der sich Toru auf Lunatic angetan hat. Ah, das ist schön, das verstehe ich ihm auch. Das verstehe ich wenigstens auch.
Ich darf Tore nicht mal auf einfach. Also, ich schaff Tore nicht mal auf einfach. Hat man hier irgendwo noch. Hier hat man, glaube ich, auch einen Aufgabstein, genau. Ein gutes altes Grab. Okay, das hat man, glaube ich, schon mal. Nee, hat man nicht, aber. Hier liegt ein Spanner, die es weg verfenst. Oder doch, hier liegt ein Mathematiker, damit hat er nicht gerechnet. Vielleicht hier liegt ein Putzmann, der kehrt nie wieder. Vielleicht ist Harald lebt nicht länger mit Kargolen besser. Mir gefällt, hier macht jemand einen Knochenjob. Oh! Sans, aber er zeigt etwas Rückgrat, ist doch besser. Man scheint sich wohl nicht einig geworden zu sein. Okay, ist auch nicht schlecht. Ein Grab gute Qualität. Dass sie da auch von selbst kommen können. Grab. Was du nicht sagst. Das scheint eine neue Art Grab zu sein. Den Rest überlasse ich dir. Ist übrigens ein bisschen erkannt auch im Original englischen Skript vor. Reserviert. So ein Mobbing-Ding. Da geht's noch nicht rein. Hier können wir auch mal kurz vorbeischauen bei Hinawa. Flint legt hier immer Blumen hin und die sind übrigens mit jedem Kapitel auch anders. Nebenbei. Sonnenblumen, die kriegst du von Hinawa. Da. Frau von Flint, Mutter der Zwillinge Klaus und Lukas, Tochter von Alex. Möge die wunderschöne Hinawa hier auf alle Zeit ihr Frieden ruhen. So. Es ist ein Skizze dieses Areals. Jo. Du grüß unten. Das habe ich nie verstanden, auch um das, warum man das triggern muss, wenn man eh mit Mapsen spricht. Das ist halt irgendwie total bekloppt. Ameisi. Aus dem Nichts hast du eine Stimme. Und diese Stimme gehört mir. Pass auf, wo du hintrittst, okay? Es war jetzt gerade die falsche Stimmlage. Ich stehe in etwa direkt vor dir. Ich bin eine Ameise. Mag es nicht, auf mich zu treten. Ich habe dir jetzt eine Weile lang beim Kämpfen zugeschaut. Aber ich halte es nicht mehr aus. Die Kämpfe drehen sich um den Rhythmus. Du weißt schon, wie bumm, 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 bumm und so. Wenn du kämpfst, gibt es einen bestimmten Rhythmus, der zum Beat des Gegners passt. Kämpfe zum Beat und der Sieg gehört dir. Wenn du richtig gut bist, kannst du sogar eine 16-Hit-Kombo machen. Ich nenne diese hiermit Soundkämpfe. Vielen Dank. Ja, es hat man halt, dass die Soundbattles halt erklärt bekommen. Das weiß ich ja schon die ganze Zeit mache. Zumindest probiere zu machen. Hi, Zombie Dog. Du hast dich von hinten einen Zombie-Hund eingeschlichen. Ich glaube, Fade werde ich nicht hinkriegen. Nee, das ist so ein beschissener Rhythmus. Folgt seinen Schwanz. Nee, das ist zu schwierig. 29, nur 29 EP. Und dafür ist es ein Nussbrot. Hallo, du Stein. Nicht von hinten schade. Ein mobiles Grab. Bevor du mich jetzt hier umbringt. Genau deswegen. Ah, okay. Heilige Scheiße. Rennbombe. Okay. Nee, mein Freund.
Lass mich schön bleiben. Muss nur kurz heilen gehen. Das habe ich ein Problem. Ich glaube, der Basar hat auch nicht offen, ne? Dass mir irgendwie so gucken könnte. Nee, Scheiße. Scheiße, ja. Scheiße weiter, Scheiße. Ich, oh. Also der Anfang von Kapitel 2 ist echt kacke, ne? Dass du hier einfach ohne Heilzeug hingeschmissen wirst. Das ist ja, ich weiß nicht, was sich Itoi dabei gedacht hat. Das ist allerdings technisch totaler Rotz. Oh. 15 Minuten, ich habe noch Zeit. Zum Glück dauert das Hinlaufen nicht ganz so ewig lange. Durch das Rennen. Stell dich vor, wir könnten nicht rennen wie im Mara 2. Das wäre dann die ganze Zeit so laufen hier. Das würde ich wahnsinnig machen bei den großen Maps hier. Ja. Speichern. Also ich bin froh, dass es in Mara 2 zwischendurch ein Hack auch eine Rennfunktion gibt. Das ist so viel angenehmer. Gibt es denn auch kein Skip-Sandfetches mehr? Irgendwas heilig, glaube ich, noch oder so. Die Viecher ignoriere ich jetzt einfach mal. Habe ich gesagt, keinen Bock da drauf. Ja. Hallo Frosch. Nochmal speichern. Nipolais Hütte. Sehr schön. Dörrfleisch. Finde ich gut. Merkwürdiger Käse finde ich gut, das liegt übrigens auch Käse. So nebenbei. So, dann das zur Seite schieben. Und Gegner. Abgetrennter Blutegel. Hallo, abgetrennter Blutegel. Blutaussaugende Attacke, du Arschloch. Na, okay, so stark sind die nicht. Die sind nur, wenn die größere Zahl vorkommen, sind die echt nervig. Essbarer Pilz kann ich auch gut gebrauchen. Nämlich keine Heil-Items mehr. Die ich ignoriere. Mir ist einfach mal. Ah. Ein Bombe. Ah, ich kann dich sogar von hinten. Sehr gut. Du hast dich von hinten an eine rückgratlose Hummer angeschlichen. Ach, stimmt, er hatte jetzt die Dingens reingemacht, die Artikel. Auch wenn eine rückgratlose Hummer, ein rückgratlose oder ja, okay, ja. Ganz ehrlich, lass die scheiß Artikel weg. Das gibt doch viel zu viele Probleme. Die rückgratlose Hummer. Die rückgratlose Hummer, ich sei ein Türke. Oder so, keine Ahnung, ich bin ja rassistisch, ich weiß. Das ist genau das ist nämlich das Problem an dem deutschen Artikelsystem. Das kannst du im Mava nicht umsetzen, weil halt, ja, kannst, das erfordert auch nicht für Programmierung zu gucken, welcher Gegner jetzt eigentlich was braucht. Ich finde es ja cool, dass die abhauen, das ist schön. Boah, man macht dann gar nicht so viel Schaden, das gefällt mir nicht. Boah. So. Habt ihr eigentlich irgendwas? Ja. Dörrfleisch. Nice. Ich glaube, ich sollte mal heilen. Ja, sicher ist aber der Dungeon ist noch nicht vorbei. So. Wir haben noch ein paar Blutegel. Das ist relativ einfach. Warum ist es schnell so, dass ich das ist echt nervig. Aber die gehen mit drei Kombos weg. Wenn man Kombos schafft, heißt das. Noch ein essbarer Pilz, sehr schön. Nicht mal heilen. Das wieder. Ja.
Arschloch. Was hat nicht genügend PP? Ja, danke. Immerhin. Wollte sich Ruhe machen, das Arschloch. Blödes Arschloch, Alter. Aber wenn der zuhört, wenn der Huhn Angriff hat, ne? Das ist nicht schön. Ja, hier ist nichts. Also. Ist das Kohle oder was ist das? Ich glaube, das ist Kohle oder irgendein anderes Gestein. Oh je. Oh je. Das könnte interessant werden. Ich tack an. Aua. 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 Ja, kann ich. Aua. Wie ich das bis ich da bin, glaube ich nicht. Wenn der Fleisch fressen. Genau deswegen. Nein! Scheiße! Gut, es hat zum Glück noch nicht so viel Auswirkungen bei mir verrecken. Scheiß Blutegel, Alter. Jetzt haben wir uns mal das erste Game Over bekommen. Ja, Leute, ich mache hier mal einen Cut und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Mafia 3 auf Wiedersehen. Bis dann.